Konferenzen erst einmal wieder die Corona-Lage in Nordrhein-Westfalen anhand von Zahlen und Fakten. Wir haben heute eine Wocheninzidenz von 69,9. Wir haben eine Situation, dass wir zurzeit 27.000 infizierte Menschen haben. Wir haben in unseren Krankenhäusern zurzeit wegen Covid in Behandlung 2.424 Menschen, davon 570 auf der Intensivstation, 405 in der Beatmung. Wir haben zurzeit frei an Intensivbetten 931, davon mit Beatmung 604. Das ist ein gutes Polster, aber es zeigt auch, dass unsere Krankenhäuser, was ja auch gut und schön ist, wieder in vermehrtem Umfang auch schwerkranke Menschen auf Intensivstationen haben, etwa nach Operationen, was mit Covid nichts zu tun haben, dass die Krankenhäuser auch wieder im vollen Umfang für die Versorgung aller erkrankten Menschen zur Verfügung stehen. Die Reproduktionszahl ist Gott sei Dank unter 1, sie ist bei 0,92, sodass wir auch in dieser Frage einen ganz guten Wert haben. Wir haben gestern laut RKI-Statistik in Nordrhein-Westfalen 38.000 Erstimpfungen gehabt, plus 12.631 Zweitimpfungen. Das heißt, es ist gestern in 50.000 Arme in Nordrhein-Westfalen Impfstoff verabreicht worden. Wir haben auch für die nächsten Tage, wir liefern ja immer für 2 Tage AstraZeneca aus, eine Abfrage von rund 80.000 Impfdosen, sodass wir also auch in den nächsten Tagen auf ein hohes Niveau weiter verimpfen. Das ist zunächst einmal die Situation, die wir in diesen Bereichen haben. Wir hatten ja gestern eine MPK und Gesundheitsministerkonferenz zusammen mit unserem Bundesgesundheitsminister. Und da ist dann jetzt über die weitere Impfstrategie für die nächsten Monate gesprochen worden. Und da ist jetzt die Situation folgendes, dass wir in den Impfzentren eine gute Grundlast im Monat April in allen Bundesländern weiterfahren. Das heißt für uns in Nordrhein-Westfalen, dass wir in den Impfzentren jede Woche 485.000 Impfdosen zur Verfügung haben und die auch in unseren Impfzentren jede Woche verimpfen werden. In den ersten Wochen im März gehen immer jede Woche, das muss man sich einfach vorstellen, noch 100.000 Impfdosen in die Arme der über 80-Jährigen, die ja alle feste Termine durch das Vergabesystem haben. Im Übrigen haben wir da jetzt rund 870.000 Termine vergeben, alles verheiratete Termine. Verheiratet heißt also, dass der Zweitermin sofort mitgebucht ist. Das ist jetzt einmal die Situation. Das heißt, wir haben dann auch die Möglichkeit, weitere Gruppen in den Fokus zu nehmen. Und da will ich Ihnen zunächst einmal noch mal sagen, wir werden auf jeden Fall jetzt ein konkretes Angebot organisieren, noch mal für die Pflegestufe 4 und 5. 5 hatte ich ja schon mal in der letzten Pressekonferenz gesagt, das als sogenanntes Pilotprojekt zu machen. Wir machen, weil wir jetzt AstraZeneca auch an über 65-Jährige verimpfen können, brauchen wir dieses Pilotprojekt nicht. Und deswegen werden wir die Menschen, die in Pflegestufe 4 und 5 sind, dieses Angebot machen. Die zu Hause eben gepflegt sind, wenn sie in Altenheimen sind, sind sie ja schon längst geimpft. Wir werden das entweder über die Hausarztpraxen oder über mobile Impfteams über die Impfzentren machen. Das wird jetzt in den nächsten Tagen dann auch regional festgelegt, wie das laufen soll. Wir werden weiterhin es so machen, ganz praktisch, dass die Menschen, die in diesen Pflegestufen sind, zu den Impfterminen, wenn der Doktor dann nach Hause kommt, auch 2 pflegende Angehörige oder Menschen, also es heißt in der Pflegeverordnung, Impfverordnung, dass die Pflegebedürftigen, die über 70 Jahre alt sind und chronisch krank sind, auch 2 Personen benennen sollen können, die mitgeimpft werden sollen, die sie also eng betreuen. Das soll dann die Pflegebedürftigen so machen, dass die dann, wenn es eben geht, auch da sind, wenn der Pflegebedürftige geimpft wird, damit dann die 2 Menschen sofort mit in der Wohnung des Pflegebedürftigen auch geimpft werden. So, das hört sich jetzt erstmal alles so wenig an. Wir haben
ungefähr 65.000 Menschen, die in diesen beiden Pflegestufen sind in Nordrhein-Westfalen. Davon ist natürlich ein gewisser Teil auch in den Altenheimen, das weiß ich jetzt so nicht. Aber wenn man das dann immer mal drei nimmt, kommt man natürlich auch hier auf Zahlen, die schon größer sind. Wir müssen das aber jetzt einfach machen, weil es notwendig ist. Das ist nicht ein schnelles Impfen, das ist doch völlig klar. Wenn Sie wegen zwei oder drei Menschen in eine Wohnung gehen müssen, der Arzt auch nach der Impfung noch eine Viertelstunde da bleiben muss, ist das natürlich nicht so effizient zu machen, als zum Beispiel das Impfen von mobileren Menschen in den Impfzentren. Wir werden weiterhin Ende März den Schwangeren, das heißt die Schwangere selber nicht, denn die sollen nicht geimpft werden, sondern es steht in der Impfverordnung drin, dass jede schwangere Frau zwei Menschen benennen darf, die geimpft werden sollen. Dieses Angebot werden wir ab dem 29. März auch stehen haben. Und wir sind zurzeit in der Abstimmung mit den KVen, wie wir das am besten organisieren, zum Beispiel über die Frauenarztpraxen, um nur mal ein Beispiel zu nennen. So, dann haben wir die Sache mit den Chronikern. Und da ist es jetzt so, und deswegen muss ich jetzt ein bisschen auf die Gesundheitsministerbesprechung von gestern kommen. Wir haben eben entschieden, der Aufwachs geht jetzt erstmal sehr stark in die Hausarztpraxen. Der Bund wird die Hausarztpraxen in Deutschland nach einem Bevölkerungsschlüssel der Bundesländer beliefern. Das heißt also, der Impfstoff wird schon weiterhin gerecht nach den Einwohnerzahlen der Bundesländer auf die jeweiligen Hausarztpraxen in den Bundesländern verteilt. Und die sollen als erstes im Haus Sie sehen es, da haben wir kleine technische Probleme. Wir schauen natürlich, ob es gleich weitergeht vor Ort in NRW. Wissen wir von Ihren Patienten, chronisch krank ist und Sie sollen sie impfen. Und wir werden Ende März nochmal als Land, unabhängig von der Sache, die ab 19. März über den Bund läuft, Impfstoff in die Hausarztpraxen geben, damit wir hier in Nordrhein-Westfalen für diese ziemlich stark betroffene Gruppe, wenn sie krank werden, dann auch einen Vorsprung haben, weil ich das einfach wichtig finde, dass diesen Menschen, die auch zum größten Teil ja über 70 Jahre alt sind, ein solches Impfangebot gemacht wird. Und dann übernimmt quasi dann ab Mitte April der Bund den gesamten Bereich der Hausarztpraxen. Die Hausarztpraxen werden auch nicht über die Länder beliefert, sondern der Bund geht direkt über das Arzneimittelversorgungssystem, was unser Land auch bei anderen Arzneimitteln kennt, wie Hausarztpraxen letzten Endes versorgt werden. Das ist auch eine gute Sache. Und ich sage noch einmal, auch das war ja auch ein Wunsch der Ministerpräsidenten, den Aufwuchs möglichst schnell in die Hausarztpraxen zu bringen. Es ist auch immer die Strategie des Maxes gewesen, denn es ist einfach wahr, wir haben Gott sei Dank in Nordrhein-Westfalen sehr viele Hausärzte. Sie wissen, dass Sie hier einen Gesundheitsminister, wenn Sie mal an Landarztquote und andere Dinge denken, der ein großer Freund des Hausarztsystems ist, weil es halt überall vorhanden ist. Und die Menschen wollen auch gerne, dass die Hausärzte hier stark einsteigen und die Hausärzte selber auch. Wir werden dann mit den Möglichkeiten, die das Land hat, wie gesagt mit den 485.000 Impfdosen, natürlich starten auch Anfang April mit der Terminvergabe für die über 70-Jährigen, wo ich dann denke, dass wir Ihnen beginnend ab Mitte April dann auch ein ganz konkretes Impfangebot machen können. Wir werden es so machen, dass uns nicht das Gleiche passiert wie bei den über 80-Jährigen. Da gab eben die Bundesimpfverordnung auch eine Differenzierung noch gar nicht her. Das haben wir dann angeregt, das ist auch aufgenommen worden, sodass wir die über 70-Jährigen nach Jahrgängen einladen können, und es ist logischerweise, dass man dann mit den Ältesten anfängt, und ich bin sicher, wenn man dann in ein solches System eben ein oder zwei Jahrgänge eingibt, dass das dann auch ein System besser verarbeiten kann, als wenn man 10 Jahrgänge eingibt, sodass wir dann auch die 70-Jährigen wissen, dass es Anfang mit der Terminvorgabe in Nordrhein-Westfalen losgehen wird und spätestens dann auch Mitte April mit vernünftigen Mengen an Terminen und den damit verbundenen Impfstoff
dann auch in dieser Gruppe vorwärts geht, die in Nordrhein-Westfalen im Übrigen 1,6 Millionen Menschen groß ist. So, wir haben jetzt auch einen weiteren Mosaikstein in der Frage, ich sage das mal so, des Umganges mit dem Virus. Das ist die Teststrategie. Wir haben jetzt drei große Bausteine an Testen zur Verfügung, Gott sei Dank. Einmal stehen ausreichend PCR-Teste zur Verfügung. Zweitens stehen ausreichend POC-Teste zur Verfügung. Und drittens stehen auch, glaube ich, ausreichend Selbstteste zur Verfügung. Und deswegen ist es ja völlig klar, dass auch Menschen auf die Idee kommen und sagen, können wir nicht eine Öffnungsstrategie, über die die Ministerpräsidenten ja am 22. März miteinander sprechen, können wir das auch mit einer Teststrategie verbinden. Deswegen hat der Bund eben eine neue Testverordnung ausgegeben, in der klar geregelt ist, dass Menschen, die diese Teste durchführen wollen und dazu befugt sind, das sind im Übrigen sehr viele, dass sie dieses Angebot jetzt ja schon ab dieser Woche Montag machen können und dass es über das Gesundheitssystem bezahlt wird. Eben 6 Euro fürs Material, 12 Euro für die Arbeit, zusammen 18 Euro. Wir haben schon im Vorgriff auf die Bundesverordnung uns mit den Kommunen zusammengesetzt und das auch strategisch vorbereitet, dass diese Strukturen jetzt sehr schnell in Nordrhein-Westfalen entstehen. Die Kommunen bestimmen, das heißt die kreis- und kreisfreien Städte, wer solche Impfzentren bei ihnen machen soll. Aber klar ist, dass es alle Zahnärzte können, dass es alle Ärzte können, dass es alle Apotheken können. Und dann können die Kommunen auch andere private Anbieter wie Drogerien, wie andere Veranstalter, die das dafür geschulte Personal haben, ein solches Angebot machen. Das, was wir an Rückmeldungen aus den Kommunen haben, ist erstens, dass die Kommunen sich auch sehr kleinteilig, also auch runter auf die Gemeindeebene, dabei sind, diese Testzentren aufzubauen, dass die Bereitschaft im Gesundheitswesen, also die wir da immer so kennen, vor allen Dingen in diesem Bereich jetzt auch Apotheker, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, sehr daran interessiert sind, auch diese Angebote aufzustellen. Wir haben uns als Land Nordrhein-Westfalen entschieden, dass wir kleinen Teststellen, weil ich auch unbedingt Teststellen in den kleineren Dörfern haben will, eine Pauschale von 1.000 Euro bezahlen, wenn Sie zum Beispiel als Apotheker in einem Dorf ein Zelt aufstellen, um das da zu machen. Im Übrigen haben wir dafür auch die Apothekerordnung. An dieser Stelle klinken wir uns aus, soweit NRW-Gesundheitsminister Laumann zur aktuellen Pandemielage in Nordrhein-Westfalen. Ein Schwerpunkt war dabei die Corona-Impfverordnung. Mein Kollege Holger Schmidt-Denker ist mir dazu jetzt aus Berlin zugeschaltet. So, mal gucken, ob er da ist. Ja, hier sehen wir ihn. Lieber Holger, wie steht denn das bevölkerungsreichste Bundesland mit Blick auf das Impfgeschehen da auch im bundesweiten Vergleich? Ja, da gibt man sich natürlich optimistisch, wobei wir ja alle wissen, dass es leider, was die Impfstrategie der Bundesregierung insgesamt angeht und damit auch der Länder, man weit hinter dem Ziel eigentlich zurückhinkt, was man ursprünglich mal angestrebt hat, noch Anfang des Jahres, was natürlich zum großen Teil damit zusammenhängt, dass eben nicht genügend Impfstoff da ist. Aber es sind auch viele organisatorische Probleme. Jetzt allerdings will man ja auch mit der Hinzuziehung der Praxen, der Arztpraxen, denn das Impftempo erhöhen, natürlich auch immer vorbehaltlich, dass genügend Impfstoff da sein wird. Da hofft man jetzt auf den April. Aber letztendlich wird es dann wahrscheinlich auch auf den Mai hinauslaufen. Und es soll auch dann sehr schnell gehen mit der Belieferung der Arztpraxen. Das hat Minister Laumann gerade gesagt. Das läuft eben nicht über die Länder, sondern der Bund wird direkt anhand eines Bevölkerungsschlüssels dann die Arztpraxen in den jeweiligen Bundesländern beliefern. Dass dann also auch gewährleistet ist, dass genügend Impfstoff in den niedergelassenen Ärzten, bei den niedergelassenen Ärzten vorhanden ist. Trotzdem gibt es viele Fragen, die natürlich jetzt noch hin und her gewälzt werden. Beispielsweise gibt es dann auch immer noch genügend Impfstoff für die Impfzentren, die ja auch weiter natürlich am Start sind und auch weiter impfen sollen. Wie kann man verhindern, dass Einladungen verschickt werden an die Bevölkerung, dass sie doch ins Impfzentrum gehen können jetzt, wenn sie aber schon längst geimpft worden sind, in ihrer Arztpraxis? Das Problem wird auch bestehen bleiben, denn es gibt kein nationales Impfregister, dass man also einen Überblick gehabt hätte, wer ist jetzt eigentlich schon geimpft. Das wird dann also auch viel auf die Eigenverantwortung eines jeden ankommen, dass er sagt, naja,
ich war schon beim Arzt und bin geimpft, dann muss ich jetzt nicht auf diesen Termin reagieren oder kann ihn gleich absagen. Also viele kleine Stellschrauben, die jetzt natürlich beachtet werden müssen. Das große Ziel ist jetzt mit dem Impfen wirklich Gas zu geben, aber es wurde schon so viel angekündigt und versprochen seitens der Bundesregierung, seitens der Landesregierung, dass ich so ein bisschen Zweifel habe, ob das wirklich ab Mitte April so richtig losgeht in der Breite. Ich denke, das wird noch bis in den Mai dauern, bis wir wirklich das Impftempo nachhaltig erhöhen können. Wir schauen hier bei NTV auf jeden Fall weiterhin ganz genau hin. Besten Dank, Holger.